Ich weiß jetzt die Reihenfolge nicht genau, aber wahrscheinlich werde ich es jetzt pünktlich zum Super Bowl nicht schaffen. Aber das wird das Essen. Bei mir ist heute Sonntag, Super Bowl Sonntag. Und es schreit nach irgendwas Ausgefallenes, Exklusivem. Darum 3 Kilo Schweinehals, 2 Päckchen mit Emmentaler Käse und ganz normalen, einfachen Kochschinken. Wir bringen das zusammen als Schinken-Käse-Spießbraten. Wie gesagt, ein ganzer Schweinehals, der Schweinekamm. Wir greifen noch mal kurz drüber, ob vielleicht noch irgendwo ein Knochen dran ist. Ist in dem Fall, also es ist sowieso wichtig, aber in dem Fall besonders, denn das ist mehr als wir brauchen. Und was übrig bleibt im ersten Gang beim Essen, soll es dann nachts noch geben in Wraps drinnen mit Krautsalat, so quasi die Richtung Pulled Pork. Wir nehmen unser Messer, größeres Messer, ihr seht es, egal, das geht auch mit einem kleinen seitlich ansetzen. Einschneiden, ziemlich nahe am Boden bleiben, wenn möglich. Wenn ihr den nur einmal aufklappen könnt, ist das auch okay, das spielt gar keine Rolle. Umso dünner es wird, umso mehr Füllung wird letzten Endes dann natürlich reinpassen. So, wir machen das Ganze nochmal, weil wir es können. So, jawohl, jawohl, jawohl. Ja, ein schöner großer Flachmann ist es. Wir würzen das Ganze mit unserer bewährten Mischung. Salz, Pfeffer, Paprika, das ist ja mittlerweile schon bekannt. Ich mache das eigentlich bei Schweinefleisch mit vielen Sachen so, dass ich da das bewährte Salz, Pfeffer, Paprika Gemisch selber anmische. Ist das einfachste und das billigste, weil ich es halt auch immer zu Hause auf Lager habe. Salz, Pfeffer, Paprika, wer hat es nicht? So, wir legen als erstes den Käse hier schön aus, nebeneinander. Gerne auch ein wenig überlappen, das so ganz genau geht es jetzt nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist wurscht, aber eigentlich ist es wurscht. Wichtig nur vorne heraus, nicht zu weit, denn wir wollen das jetzt dann wieder zurückrollen und was vorher innen war, soll auch innen bleiben, sprich, wir haben das in die Richtung gewickelt, also wickeln wir das auch in die Richtung zurück. So, verteilen wir unseren Käse da jetzt gut. Sodala. Dann unseren gekochten Schinken. Ihr könnt aber da jetzt Schinken nehmen, was ihr wollt, also es muss jetzt nicht unbedingt ein Kochschinken sein, es kann auch ein, was weiß ich, es kann auch ein Wacholderschinken sein. Es kann ein roher Schinken sein, Schweinebauch geräuchert, ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? So, legen wir uns hier schön aus. Ach, was soll's. Wir legen alles mit rein, mehr ist mehr, nicht wahr? So, nur da auch wieder aufpassen, vorne nicht rauskommen, denn wir wickeln das jetzt schön zurück. Und ihr seht, das rutscht jetzt leicht nach vorne. Und es soll ja im Hals bleiben. Tada! So, jetzt binden wir uns das noch schnell zu. Die Bindetechnik habe ich ja in vorherigen Videos schon etliche Male gezeigt. Ich glaube, dass ich das jetzt nicht nochmal im Detail wiedergeben muss. So, in der Mitte einen zum Fixieren. Die nächsten sind dann ganz vorne. So, schön festziehen und ganz hinten. Somit kann uns die Füllung schon gar nicht mehr entgleiten. Und wir brauchen nur noch jeweils ein, zwei Bänder rummachen und dann hält es auch schon. Meine Lieben, nach 3,5 Stunden bei 150 Grad. Ja, ich darf sagen, das schaut lecker aus. Wir landen es nur ein ganz bisschen und zum Anschnitt nehme ich euch dann wieder mit. Also knapp 4 Stunden. Wir haben das jetzt gerade rausgenommen. Messer, falsche Seite, drücken. Ich darf mal sagen, das Experiment ist gelungen. Weicher wird es nicht, Freunde, weicher wird es nicht. Ja, ich sage wie immer, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Bleibt meine Friends. Servus.